Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Witcher 3, The Wild Hunt. Wir sind momentan im Rücken des Barons auf dem Weg in den Buckelsumpf. Ich habe ehrlich gesagt immer noch Angst und ich möchte immer noch nicht mit. Ja toll, Mode heute, super. Das ist so ekelhaft. Wieso? Ich hasse meine Maus. Ich hasse meine Maus. Ich habe jetzt gerade... ganz normal linke Maustaste gedrückt. Also praktisch schlagen. Und die Maus hat es aber einfach ignoriert. Und zwar mehrere Male. Und das ist nochmal ganz komisch, wenn man bei mir bei Minecraft zuschaut. Sieht man das auch, dass der einfach ab und zu mal irgendwo Blöcke hinklopft und dann drückt die Maus nämlich öfters mal einen Doppelklick und das macht die dann mehrmals, bis sie dann die rechte Maustaste wieder drückt. Wobble, wobble, wobble. Jetzt kommt gleich wieder Wasser. Das ist cool gemacht von der Engine. Und das fuckt übelst ab, wenn er das macht. So, dann speichern wir mal nochmal. Sind wir denn bald da? Ja, wir sind bald da. Mir graust schon davor. Ob seine Frau überhaupt nur weiß, wer er ist? Ich kenne dich nicht, aber... Alles andere später. Aua! Wer bist du? Geralt von Riva, Hexer. Wir könnten einen wie dich gebrauchen, wenn du dem ewigen Feuer dienen willst. Ich bin Tamara. Oh nein, ich die Tochter. Ich habe schon viel von dir gehört. Tamara, liebe Tochter, du bist wieder da. Komm, verweigere mir diese Umarmung nicht. Bleib weg von mir. Ich bin wegen Mutter hier. Im Gegensatz zu dir werde ich sie nicht hier verrotten lassen. Was zum Teufel glaubst du, was ich hier mache? Ich bringe sie nach Hause. Oh, das lässt du schön bleiben. Du wirst sie nicht anrühren, niemals. Das lasse ich nicht zu. Ich verstehe, dass du zornig bist. Ich war nicht der beste Vater und Ehemann, ich weiß. Ich habe mich aber geändert. Frag die anderen. Geralt, los, sag's ihr. Er hat auf jeden Fall seitdem nicht mehr getrunken. Das ist eure Sache, ich mische mich da nicht ein. Wir sollten Anna finden. Hört auf zu streiten. Es ist sinnlos. Wir müssen Anna finden. Wahrlich, ich sage euch. Zorn und Mutwillen führen zu nichts als dem eigenen Niedergang. Wer in drei Teufelsnamen ist das? Und wer fragt die Soro? Das ist mein Kommandant. Was ein betrunkenes Schwein freilich nichts angeht. Tamara! Du stehst jetzt auf deren Seite? Willst du, dass sie deinen eigenen Vater foltern und aufknüpfen? Du bist nicht mein Vater. Es schert mich ein Dreck, was aus dir wird. Ich erinnere daran, dass wir hier eine Aufgabe haben. Du bist ein Hexer. Wirst du uns helfen? Ich wäre nicht hier, wenn ich das nicht wollte. Ich habe 5 Männer verloren. Und ich weiß nicht, was uns an diesem verfluchten Ort noch alles erwartet. Die Zeit drängt. Jetzt haben sie auf einmal keine Haare. Jeden Augenblick zurückkommen. Er ist glatt. Woher willst du wissen, dass sie nicht schon längst hier sind? Weil wir noch leben. Durchsuch das Dorf. Wir haben ja vorhin bloß 3 von seinen Männern getötet. Also ich würde die Familie schon irgendwie gern zusammenführen, aber... Nicht.
Kodierung überlastet. Schön. Was zur Hölle ist das? Okay. Das ist definitiv Anna. Das war Anna. Wir kommen zu spät. Mutter? Ist sie es wirklich? Nein! Unmöglich! Wir müssen etwas tun! Hexa! Ich gehe mal davon aus, sie wird uns angreifen. Da kommt etwas. Passt auf. Was war das? Wölfe vielleicht? Klang nicht nach Wölfen. Waren auch keine. Du kannst... Macht euch bereit. Das ist definitiv Anna, ja. Mund zusammen. Alter! Aua! Das Vieh ist ja überdimensional, aber ich lasse ihn jetzt... Ja, leckt mich doch. Was ist denn das für ein Viech? Was war das? Sah wie ein Bies aus. Die Mumen wissen, dass wir hier sind. Sie haben das Monster auf Anna angesetzt. Diese verdammten Hexen! Wann hört das auf? Seht, was sie ihr angetan haben. Sind sie nie zufrieden? Seht sie doch an! Hexer! Du musst dich doch mit sowas auskennen. Was ist los mit ihr? Sie wurde verflucht. Beruhig dich. Panik hilft niemandem. Ganz ruhig. Es bringt nichts rumzuschreien. Beruhige dich. Das sagst du so einfach. Wie denn? Das ist meine Mutter, verstehst du nicht? Er ist auf unserer Seite. Lass ihn nachdenken, Hexer. Weißt du, was mit der Frau los ist? Sie hat sich völlig verändert. Die Mumen müssen sie verflucht haben. Kannst du diesen Fluch brechen? Dazu muss ich wissen, welcher es ist. Sie kann hier nicht allein gelebt haben. Vielleicht ist doch jemand hier, der etwas gesehen hat. Hansi? Vielleicht Hansi. Wer? Ein Junge. Ein Einsiedler. Er lebt im Sumpf. Kam hier von Zeit zu Zeit vorbei. Vielleicht hat er was gesehen. Wir müssen ihn finden. Er mag keine Fremden. Wartet hier. Ich gehe besser allein. Speichern? Wieso kann ich mein Spiel nicht speichern? Natürlich kann ich speichern. So, jetzt nehmen wir erstmal das ganze Loot. Da ist auch ein Toter. Das ist Anna. Das ist schon krass. Monsterknochen. So. Wo ist das riesige Viech, was wir vorhin erlegt haben? So. Jetzt haben wir hier noch was. Hier haben wir das Loot. Wo ist das Monster-Loot? Von diesem Riesenviech. Das ist das hier. Ah, Mutagen. Perfekt. Das freut mich. Da ist noch ein Wasserweib. Und jetzt müssen wir... Jetzt speichern wir nochmal. Und jetzt suchen wir Hansi. Erstmal...
Erstmal essen wir was. Ich wüsste zum Beispiel den Weg allein gar nicht mehr zu Hansi, wenn ich ehrlich bin. Weil, das ist schon wieder so lang her. Ja, natürlich. Ob ich die jemals alle erlegt habe. Ob ich die jemals schaffe, alle zu erlegen, ohne dass sie wiederkommen. Jetzt wart mal. Mir würde gerade was interessieren. Charaktertechnisch. Angriffskraft. Das hätte ich gern. Warte mal, das hätte ich gern hier. Wir haben noch keine verfügbaren Punkte. Schade. Dann suchen wir mal Hansi weiter. Oh, Hansi wird belagert. Aua! Ah, ich kann kein Zeichen wirken. Währenddessen. Arschgeigen. So. Da ist nochmal Loot. Okay, dann speichern wir. Hansi! Na, hoffentlich geht's dem gut, dem Göttling. Hansi! Ach, man kann ein bisschen freundlicher rufen, Geralt. Er ist nicht hier. Da stimmt was nicht. Ich muss mich umsehen. Vielleicht versteckt er sich. Ach, du Scheiße. Du kannst jetzt ein Spiel nicht speichern. Frische Fußspuren. Hansi ist hier entlang gelaufen. Ist er vor etwas geflohen? Lustig, dass wir Hansi immer suchen müssen. Ich höre schon wieder was ganz Ekelhaftes. Und wir laufen natürlich direkt darauf zu. Da ist er ja. Hansi, wach auf. Was? Wer? Oh, Hexer. Hast du mich erschreckt? Dachte schon, es wären diese abscheulichen Hexen. Hab welche bei deinem Unterschlupf getötet. Die Mumen haben sie geschickt, um mich zu bestrafen. Die Mumen wollen dich bestrafen, weshalb? Du hast die Mumen gegen dich aufgebracht? Wie das? Ich habe ihnen gesagt, sie sollen verschwinden, aber das mögen sie nicht. Warum hast du das gemacht? Ich wollte Oma helfen. Sie war so gut zu den Kindern. Ohne die Kleinen wäre es hier draußen so fad, sie wäre vor Langeweile gestorben. Ich habe die Mumen angefleht, ihr nichts zu tun, aber sie waren wütend, denn Oma hat die Kinder entkommen lassen. Ja, 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 aber Oma ist ja eigentlich nur gar keine, oder? Dann hast du gesehen, was mit Oma geschehen ist? Oma hatte aus Versehen etwas Mohn und Asche vermischt. Ich half ihr beim Aussortieren. Hab von Natur aus kleine Hände, siehst du? Sowas ist ein Klacks für mich. Waren gerade dabei, die Samen aus der Asche zu holen. Da schrie Oma auf einmal auf. Das Zeichen auf ihrer Hand fing an zu leuchten. Sie rief, ich solle mich verstecken. Bin in eine Truhe gekrabbelt. Hatte kaum Zeit, bevor die Mumen reingewackelt kamen. Die Weberin schnitt Oma eine Locke ab, zur Strafe, dass sie die Kinder entkommen ließ. Dann öffneten sie die Luke im Boden, stiegen runter, weit runter, leider nicht bis in die Hölle. Wozu brauchte die Weberin Omas Haare? Irgendeine Idee? Die Mumen hören mit den Ohren anderer. Das Haar gibt ihnen Macht über deren Leben. Manchmal weben sie aus dem Haar seltsame Schnüre und manchmal nehmen sie es mit nach unten. Okay. Hast du einen Blick durch die Luke geworfen? Sehe ich etwa so dumm aus? Nein, aber neugierig schon. Meine Neugier hört dort auf, wo Dummheit anfängt. Das ist gut zu wissen. Bist du in der Truhe geblieben, bis die Mumen fort waren? Ich hatte es vor.
Sei still und rühr dich nicht, habe ich mir gesagt. Keinen Mucks, bis sie gehen. Aber dann fiel Oma zu Boden, fing an zu schreien und sich die Haare auszureißen. Ich wusste weder ein noch aus. Da bin ich rausgekommen, wollte ihr die Kräuter geben, die sie immer den Kindern gegeben hatte. Aber sie war nicht mehr sie selbst. Sie war ein Monster. Und? Hast du ihr die Kräuter gegeben? Ich hab's nicht geschafft. Die Mumen kamen zurück. Ich bin auf die Knie gefallen und hab sie angefleht, Oma zu verschonen. Da fing die Brauerin an. Böser Junge, oh du Böser, darfst nicht Nein sagen, wenn die Schwestern ein Ja hören wollen. Dann sagte die Flüsterin, lauf, Junge, lauf, bevor deine Beine verfaulen. Sie lachten und ich rannte davon. Oh Mann. Oh Gott, 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 oh mein Hintergrundhelm ist das. Du solltest dich glücklich schätzen, dass du fliehen konntest. Mach ich ja. Aber ich bin die Herrin nicht lange los. Wenn mir mein Leben lieb ist, muss ich mich verstecken. Dann kann ich meine gemütliche Höhle vergessen. Da gucken sie zuerst nach mir. Geh am besten tiefer in den Sumpf, oder? Oh, das werde ich wohl müssen. Und was machst du? Wir gehen zurück zu Anna. Da ist etwas in diesem Keller. Der Schlüssel zu Omas Schicksal. Da bin ich sicher. Wirst du ihr helfen? Wenn es noch nicht zu spät ist. Danke, Hansi. Und viel Glück. Gleichfalls. Und sollten dir irgendwelche Wasserhexen über den Weg laufen, versohl ihnen kräftig den Hintern. In meinem Namen. Leb wohl, Hexer. Ich weiß nicht, was es ist, aber es hört sich echt ekelhaft an. Dann speichern wir mal. Und schauen mal, dass wir zurückkommen zu Anna. Oh Mann, wieso habe ich die Quest eigentlich angenommen, hä? Ja, ich hätte sie ja einfach... Ich hätte sie ja einfach sein lassen können, gell? Aber wollte ich nicht. Ich wollte ja dem Baron helfen. Und das ist auch gut so. Hast du etwas erfahren? Wie ich es mir dachte. Die Mumen haben deine Mutter wahrscheinlich verflucht, haben mir eine Haarlocke genommen und sind damit in den Keller verschwunden. Die Kellertür ist versteckt. In dem Fall haben wir keine Zeit zu verlieren. Ich gehe vor, ich gehe allein. Ich habe Angst, dass die sterben. Ich arbeite allein. Die Sache geht uns alle was an. Wir wissen nicht, was da drin ist. Deine Männer machen Lärm. Viel mehr als ich allein. Ich vertrete in diesen Landen den Kult des ewigen Feuers. Es ist meine Pflicht, mit dir zu gehen. Also gut. Aber nur du. Der Rest bleibt hier bei Anna. Lass mich vorausgehen. Ich rufe, wenn ich was Interessantes gefunden habe. Na schön. Fangen wir an. Ich schlachte doch seine Leute nochmal ab, weil mir die auf den Keks gehen. Also gut. Haben wir hier noch irgendwo was? Abgeschlossen. Wir haben ja hier schon mal alles gelootet. Hä? Die anderen haben doch vorhin die Türen aufgetreten. Können wir die Kräuter wieder sammeln? Oh Mann, ich finde das so mies, was sie mit Anna gemacht haben. Diese scheiß Mummeln vom Buckelsumpf. Die Tosen gehen mir so auf den Keks. Hätte ich einen Sack, würden sie mir auf den Sack gehen, aber ich habe keinen. Weil ich bin ja eine Dame. Ich speichere mal. Ich habe Angst, dass ich da voll versage jetzt. Wir waren ja schon mal hier unten. Also ist ja jetzt für uns nichts Neues. Kraken! Wieso hat er gerade. Hat er gerade Kraken gesagt? Ach so! Er ruft nach dem Typ sie. Bei
beim ewigen Feuer. So viele habe ich noch nie gesehen. Ziemlich geschmacklos. Was soll das sein? Symbole für ein Ritual der schwarzen Magie. Hexen leben Menschenhallen verfluchte Puppen ein. So können sie die Seele der Person beeinflussen. Glaubst du, dass eine der Puppen Anna darstellt? Können wir sie befreien, wenn wir sie finden? Ich kenne nur den einen Weg, und der ist riskant. Die Gegenstände, die in die Puppen geflochten sind, siehst du? Sie stehen für echte Menschen. Wir müssen die Puppe finden, die Anna symbolisiert, und sie herausholen. Woher weißt du das alles? Du weißt scheinbar eine ganze Menge darüber. Aus alten Folianten über schwarze Magie. Zuerst haben wir alle verbrannt. Aber nun lesen wir sie besser immer zuerst. Und vergiftet eure Gedanken mit Magie und Aberglaube? Was hält der Hierarch davon? Hast du den Mann je getroffen? Nein. Ich auch nicht. Also ist es ihm relativ scheißegal, was er drüber denkt. Tja, ich würde sagen, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge und dann schauen wir, ob wir die Anna retten können. Ich habe ein bisschen Angst davor, ich habe Angst, dass sie sterben wird. Aber wir haben ja das mit dem Baron auch geschafft, mit der Dea. Also sollten wir das ja hoffentlich auch schaffen. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bin total geflasht, aber ich werde das heute auf jeden Fall noch spielen, weil ich möchte wissen, wie es weitergeht. Ich würde auf jeden Fall sagen, bis dahin, ade, wasche und danke, dass ihr dabei wart. Tschüss.